Die Vorbereitungen für das Fußballturnier der Minis in Weiz laufen auf Hochtouren. Mehr als 300 Ministranten werden kommen. Dass da alles reibungslos abläuft, dafür ist Markus Mochoric von der Jungen Kirche verantwortlich. Sein Job ist der des Ministrantenreferenten. Also das eine ist eben die Veranstaltung von Events und Veranstaltungen. Wir haben jetzt das Fußballturnier. Letztes Jahr im Sommer haben wir eine Mini-Erlebniswoche gehabt, wo knapp 100 Kinder gekommen sind. Oder zum Beispiel einen Bürgermeisterbesuch werden wir wieder planen in Graz. Nächstes Jahr im Sommer fahren wir nach Rom mit 600 Ministranten. Markus war selbst Ministrant, dann Ministrantenbegleiter. Schließlich hat er in Wien die Ausbildung zum Pastoralassistenten gemacht. Der 26-Jährige ist ein begeisterter Fußball- und Sturm-Graz-Fan. Naja, ich mache das jetzt schon, ich glaube, das vierte oder fünfte Jahr, dass ich in der Fastenzeit kein Fleisch esse. Mache das zum Teil aus spirituell-religiösen Gründen, weil es einfach üblich ist, für einen Christen in der Fastenzeit zu fasten. Eben so die 40-tägige Zeit, die Jesus auch in der Wüste verbracht hat, vor seinem öffentlichen Wirken. Das ist so die eine Motivation, und die andere ist einfach so, dass ich mir selber auch was Gutes tue, weil ich das jetzt schon gemerkt habe, auch wenn ich wirklich faste, dass mir dann einfach auch besser geht. Auch die letzten Jahre auch eine Woche Heilfasten gemacht mit nur flüssiger Nahrung. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, dass der Kreislauf zusammenbrochen. Und also da ist mir nicht gut gegangen, aber die Jahre davor eigentlich schon. Und ja, das hat auch ganz gut dann. Ja, und so heuer faste ich im Fleisch und Alkohol. Das fällt mir manchmal recht schwer, aber gerade wenn es nach dem Fußballspielen zusammensitzt und dann alle trinken ein Bier und daneben dann Kappi gespritzt oder so. Ist dann manchmal nicht ganz einfach, aber im Großen und Ganzen geht es relativ problemlos schon. Ja. Was tut sich im Körper, haben Sie schon gesagt, es tut Ihnen gut, ja. Was tut sich in der Seele beim Fasten? Spürt man es da auch? Naja, man nimmt andere Dinge ein bisschen wahr, glaube ich so. Also man isst bewusster, also mir geht es zumindest so. Ich habe das Gefühl, ein bisschen langsamer durch die Welt und so mit offenen Augen und kann Dinge mehr genießen, als wenn ich jetzt nicht faste. Also das merkt man schon. Also ich merke das, ja. Und es ist ganz, ganz spannend eigentlich so, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Und das geht oft, wenn man ja, quasi normal dahin lebt, einfach ein Stück weit unter. Und das ist schon auch eine schöne Sache. Kompensiert wird mit Kaffee, manchmal zu viel Kaffee, gibt der Ministrantenreferent zu. Und das ist eure kleine Küche hier? Das ist unsere kleine Küche, ja, wird manchmal gekocht. Unsere Sekretärin, die Andrea, die kocht hin und wieder für uns alle. Unsere Zivis bringen uns auch immer wieder mal was zum Essen oder Kollegen, die einfach für die anderen mit einkaufen. Das ist immer ganz nett. Und jetzt in der Fastenzeit tun wir alle Fleisch fasten, die ganze Abteilung, und da gibt es gar kein Fleisch am Mittagstisch, und das macht es ein bisschen leichter, wenn nicht neben einem ein Schnitzel gegessen wird oder so. Punkt 12 Uhr steht das Mittagessen am Tisch. Dann findet sich die ganze Abteilung ein. Es wird gescherzt oder über anstehende Projekte diskutiert, und das Ganze, eh klar, fleischlos.